Hallo und herzlich willkommen zurück zur 6. Folge von Lego Jurassic World. In der letzten Folge sind wir auf unser neues Haustier gestoßen und momentan ist er am Spielen. Ja, und wie es aussieht, muss Jeff auch ganz doll auf die Toilette, aber sie ist ja momentan besetzt. So, ich habe halt keine Ahnung, was wir machen können. Ich glaube, dem T-Rex macht er nicht wirklich viel, dass wir gerade hier rumlaufen und ein paar Sachen erstmal kaputt machen. Wir sind ja momentan wieder in einer Mission drin, möchte ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie heißt das hier? Auf jeden Fall sieht man es oben in der Mitte an dem Ding, was sie langsam wieder auffüllt, wenn wir hier Münzen einsammeln. Da wollen wir ja wieder unseren 100%igen bekommen. Da muss ich ein paar Sachen kaputt hauen. So, der sitzt noch weiter schön auf dem Klo. Der hat ja wohl ein größeres Geschäft zu erledigen. Ich habe gar nicht gesehen letztens, dass die Kinder da in dem anderen Auto drin sitzen. Was mich ein bisschen verwundert hat. Aber da saßen doch nur irgendwie zwei drin. Jetzt saßen auf einmal ein paar mehr drin. Was irgendwie ganz komisch ist. Stimmt, die eine Frau war gar nicht dabei gewesen, wo ich dachte, die wäre dabei. Die kommt ja erst, glaube ich, hinterher dahin gefahren, als es schon zu spät ist. Stimmt. Aber ich will nicht so viel spoilern. So, erstmal gucken, was haben wir denn hier? Was verbirgt sich denn darunter? Münzen, das ist gut. Und wir bekommen... Was ist denn das? War das eine Ziege? Stimmt, die Ziege hat mir jetzt sogar schon gefehlt. Wir brauchen immer noch den Typen, wo ich keine Ahnung habe, wer es ist. Dann muss er weiter auf dem Klo sitzen bleiben. Schade. So, die Kinder haben dann noch Spaß mit unserem Haustier. Die haben sich immer ein Haustier gewünscht. Jetzt haben sie eins bekommen. Hier spielen sie nicht vernünftig mit dem. Toll. Habt ihr immer gewusst. So, hier haben wir einen Stinkgehaufe. Auch mit dem Stinkgehaufe können wir nichts anfangen, weil wir die Frau nicht bei haben. Ach, Jeff, jetzt stell dich hier nicht so an. Machst du halt mal weiter, bevor der hier weiter am Rumzittern ist. Jetzt zittert der andere rum, oder was? Der wollte doch immer Dinos sehen. Ist unser Ausgrabe-Experte hier. Und jetzt sieht er mal hier einen T-Rex in Aktion. Das ist auch nicht gut. Zu viele Münzen. Und Sachen, die ich kaputt hauen kann. Oh, das ist cool. Okay, da komme ich nicht durch, da muss ich gleich auch den anderen wechseln. Der hat ja seine Klinge zum Glück bei. Na du? Oh. What? Mach's dann nochmal? Ach, hör auf. Okay. So, was haben wir denn hier? Hallöchen. Verwende L und umzudrehen. Ja, okay. Okay, das sind einfach nur irgendwelche Infos, die brauche ich nicht. Wir brauchen ein Rad. So, wo könnte denn hier ein Rad versteckt sein? Wo könnte hier nur ein Rad sein? Wir werden es niemals finden. Es müsste schon mitten im Rum liegen, wie zum Beispiel da. So. Und drehen, 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 drehen. Das ist auch alles irgendwie neu. Kann ich mich auch nicht wirklich daran erinnern, dass es so war, aber naja. Okay, Wasser läuft ab. Zum Glück war da direkt so eine Schleuse. So, und wir bauen uns heute zusammen. Mal gucken. 10.000 Volt. Münzies. Ach so, stimmt, wir haben das. Da brauche ich wieder jemand anders für. Ja, es ist kein Ding. Kümmere dich ruhig weiter um die Kinder. Oh, eine Pflanze. So, kannst du den hier... Oh, Moment.
Ein 10.000er Stein. So, kannst du irgendwas? Du. Nein, kannst du auch nicht. Wir können hier gar nichts machen mit dem. Mit den beiden. Die können überhaupt nichts. Toll. So. Zum Glück kann er hier ran. Oh. Nein, 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 nein. Kurbeln. Oh, wie cool. So, und jetzt? Was? Ach komm. Knochi! Ja. Ne, vielleicht sollten wir doch ihn nehmen. Buddeln. Wir müssen buddeln. Buddeln, buddeln, buddeln. Und Münzis. Und wir basteln uns heute etwas Schönes zusammen. Und zwar... Seilwinde? Oder was ist das? Du tust irgendwie danach aus oder so. Was ist denn... Was zum... Ja, okay. Das ist verständlich. Oh, Grinch, du klemmst fest. Ist da nicht noch der Jung drin? Was? Freigeschaltet. Lex Murphy. Und was kann die jetzt? Kann die hier vorne hin? Ne, die kann ja auch nichts machen, ne? Bin ja auch nicht feinche. Obwohl die Frisur fast passt. Jetzt nehme ich die Münzen hier vorne, damit die nerven mich. So. Der Tierweg steht auf einer Münze. Die, okay, die will er nicht. Ob der Jungbrunnen ist auch noch, muss er eigentlich noch da drin sein oder nicht. Kannst auch nichts damit anfangen. Da brauchen wir auch einen bärtigen Typ für, mit der Mütze. Mit dem Hut. So, und hier können wir machen. Manche Charaktere, wie zum Beispiel, können laut schreien und so. Was? Halt sie hier für Beten. Alter. Was? Was war das denn jetzt für ein Sinn? Ein schöner Auto. Nein. Oh. Hier stehen bleiben! Holen Sie die Kinder! Weg mit der Fackel! So, und jetzt? Was hat die jetzt für einen Sinn gemacht? Wie die Kinder? Wo sind welche Kinder? Wir haben doch hier ein Kind. Wo ist das andere? Ist noch hier drin? Ach so. Zum Glück hat der Dino vorne was abgerissen. No, natürlich. Das hat er alles abgerissen. Das war dabei. Ach so, nee. Besser nicht. Nehmen wir doch wieder ihn. Oh Gott. Okay. Seilwinde. Oh, schwere Seilwinde. So, hängt dran. Ja, würde ich mal sagen. Oh, okay, der ist noch da. Glück gehabt. Hör auf rumzuschreien. Ich will mal eben kurz gucken. Steht der hier ist mit dem Dino hier vorne irgendwo rum? Wilhelm! Willem! Willem Scream. Schön. Aber wo sind die hingelaufen? Das war schön. Wer denn? Hast du gerade so geschrien? Oh. Schön viel Klopapier. Hehehehe.
Oh oh. Au. Kim! Kimmy! Alter. What? Das ist ja wirklich wie im Film gemacht. Also die meisten Szenen, es ist jetzt nicht alles 1:1, aber es wird viel zusammengenommen und also wirklich echt gut gemacht. Respekt. Auch wohl die eine Szene mit dem einen Typen, der gesagt hat, ja, ich bin mal eben ganz kurz weg und so. Da haben sie auch alles ein bisschen verkürzt. Da ging alles ein paar Minuten länger alles. Aber vom Prinzip her, also die Geschichte wird ja echt gut erzählt. Was? Was? Wer bist du denn? Alter. What? Echt cool gemacht. So, ich bin mal gespannt, ob wir den überhaupt da oben jetzt retten können. Wo ist überhaupt Goldblumen? Moment, wo war Gold? Ich glaube, der war oben, oder? Ich glaube, der hat sich oben irgendwo versteckt. Ich glaube, der war gar nicht hier unten gewesen. Schweinchen! Okay, wir brauchen eine Schweinekanone. Können wir die zurückschießen? So, noch ein paar Münzen. Ist ja auch cool, dass der jetzt den seine Sachen so ein bisschen mehr kaputt sind. Ist ja voll cool gemacht. So, B, weiß ich noch nicht genau wofür. Lassen wir erstmal stehen. Oh, das Ding spuckt auch Münzen aus. Schön. Speichern und fortfahren. Nice. Hier komme ich nicht rein, lass mich... Oder? Nein, da ist irgendwas drin. Hier brauche ich auch irgendjemand anderen. Und hier brauche ich ein Rad. Kann ich nichts machen. Da hinten komme ich erst gar nicht hin. Ach, ist ja cool gemacht. Obwohl die sich alle nie wirklich viel unterscheiden, die ganzen Lego-Spiele vom Prinzip her und alles. Schweini! Wie gesagt, die unterscheiden sich alle nie wirklich vom Prinzip her. Ist eigentlich alles gleich. Aber jedes Mal richtig nett gemacht und da steckt immer irgendwie, weiß ich nicht, so ein Lego-Charme mit drin, den sie einbauen. Also macht auf jeden Fall richtig Spaß. Man kann sich nie beschweren. Man weiß auf jeden Fall, wenn man sich ein Lego-Spiel kauft, weiß man, was man bekommt. Ja, natürlich. Dahinter hat sich ein Skelett verborgen. Ja. Kannst du wieder zudrehen? Da wird es aber ganz schön hier nass. So, und wir bauen uns zusammen ein... ein... Was ist das? Ein Bügelbrett? Wie ist denn das? Ist. Moment. Da vorne können wir nichts machen. Was bist du? Du brauchst zwei Charaktere, um zum Beispiel... Was? Wie zum Beispiel um die Lego... Okay. Bringe deinen Charakter in Position und drücke B. Drücke dann Y und A, um sie mit den... Was? Das muss ich ausprobieren. Okay, da kommst du so nicht hoch. Hä? Oder? Ach so, wenn ich draufstehe, dann? Und dann? Vielleicht kann ich helfen. Du brauchst zwei Charaktere, wie zum Beispiel, ja, weiß ich doch.
Bringe deine Charaktere in Position und drücke B. Habe ich gemacht. Drücke dann Y und A. Oh, das klingt nicht so gut. Achso, ich muss mich hier hinstellen und dann A drücken. Ach, hör auf. Okay, cool. Lass mich dir einen guten Rat geben. Agile Charaktere können rosa-blaue Lego-Gegenstände verwenden, um neue Gebiete zu erreichen. Drücke A dafür. Oh Gott, jetzt wieder meine Springeinlagen in Lego. Yay! Die sind immer so super. Was ist das? Nein, 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 nein. Ich konnte gerade irgendwie Y. Wieso kann ich da Y drücken? Warum? Wieso Y? Ich komme doch da gar nicht hoch mit dem. Sag nicht, ich brauche den Typen jetzt hier oben, der da unten ist. Geh da hoch! Kann ich denn irgendwie eine Leiter hier runterlassen? Erstmal gucken, was haben wir denn hier? Mit Hilfe von Fernwaffen wie zum Beispiel dem Baseball, den Pf hat, kannst du auflegen. Okay. Ach ja, ach so. Wie, du hast einen Baseball bei. Ach cool. Hätte ich damit vielleicht schon Sachen abwerfen können, oder? Ich weiß es nicht. Kommst du von alleine hoch? Timmy! Tim! Ich komm jetzt drauf! Ja, nicht nur du alleine. Obwohl der alleine hochgeklettert ist im Film. So. Ne, Moment. Kann ich hier noch irgendwas? Nee. Ist es jetzt schlau, nach oben zu klettern oder weiter? Cool, ich kann schwimmen. Nice. Nein, 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 nein. Nein, jetzt springt doch nicht alle einfach runter. Schwung. Cool. So, Münzi. Und Hepp. Schön. Oh Jott. Oh, okay, jetzt geht ab. Das. Zip. Zip. Gut. Nein, komm mal hierher. So, du hast einen Ball bei, was mich immer noch irgendwie verwundert. War das nicht die, die von so schreien konnte? Da kann die wirklich immer noch. Was kannst du. Oh, du kannst einfach nur zuhauen. Die kann auch zuhauen, aber gleichzeitig hat die natürlich auch einen Ball. Und wenn ich hier mit dem auflade, das gar nichts. Muss man ja auch erstmal wissen. Ja, ganz vorsichtig. Weg wirklich so kompliziert, um nach oben zu kommen? Zum Auto? Ich glaube nicht, Tim. Wahrer Überlebender. Natürlich. So, und hier haben wir... Brauchen wir irgendjemanden anderen. Und das macht dir Spaß. Nur das glaube ich dir. Ich will auch Spaß haben. Oh Gott, wie hoch geht denn das hier noch? So, Münzi. Hui! 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 Okay, der T-Rex ist noch da. Schön. Oh nein, ich muss ja jetzt alleine drauf springen. Ja, das machen wir zu zweit. Das ist viel besser, hast recht. So. So, mal gucken, kann ich da Dinge abwerfen? Das ist schön. Ich bin gerade mal überlegen, ob ich hätte von schon irgendwas abwerfen können. Nee, oder?
Zumindest nicht da. Stimmt. Ich bin ja auch, ich habe davon auf den anderen Charakter gewechselt. Da konnte ich irgendwas, was kann ich denn hier machen? Ist das hier nicht wie Lego, da ich einfach hoch? Kannst du hier was machen? Ach so. Nee, doch nicht. So. Nein, nein, nein. Nein! Nein, wechsel einfach nach oben. Wechsel einfach bitte auf den anderen Charakter. Der muss ja da oben irgendwo sein. Ja, sehr schön. Gut. Wieso kam mir ein Reifen runter? Der andere kommt bestimmt gleich nach oben. Wir gehen erstmal weiter. Oh Gott. Wir brauchen den seine Hilfe. Bist du bald da? Mal ganz kurz warten. Hm? Hey, du warst doch schon an der, war hier dran. Ach nee, da musst du gar nicht hin. Wo musst du eigentlich? Moment, ach hier muss er hin. Nein, jetzt bleib doch da. Jetzt hüpft doch nicht wieder. Ich muss doch. Nein. Kann ich mit dem Reifen was anfangen? Wolfgang, pass auf! Er hat den Reifen verloren. Jo, jetzt sind wir wieder oben. Ja. Ist natürlich Glas vor. Kann ich? Moment mal eben. Hä? Wie soll ich da oben dran kommen? Ich hab gesagt, er kann nicht abwerfen. Da muss ich durchklettern mit dem Jungen oder so, glaube ich, unten. So. Ja, da wird den Jungen bestimmt freuen. Alles okay? Ich habe mich übergeben. Das macht doch nichts. Gib mir deine Hand. Das Wichtigste beim Klettern ist, niemals nach unten zu sehen. Okay. Oh oh. Oh nein. Los! Au! Und jetzt kommt der Satz. Tja, jetzt zocken wir. Wieder im Auto. Tja, dafür hängst du nicht mehr im Baum. Schön. Du musst das andere Auto. Erwin! Zu Erwin! Ian? Ian? Können wir den Transport riskieren? Bitte riskieren Sie es. Oh oh. What? Schneller. What? Alter, ist das übel. Okay, das ist geil. Alter. Cool. Weg von der Schaltung, verdammt nochmal. Wie cool. Ey. Das ist wirklich feierbar. Weg da! Wie cool! Ich komme nicht klar. Verdammt, ich verpasse die ganze Zeit die blauen Steinchen. Nein, wieder blaue Steine verpasst. Wow, aua. Scheiße. Oh, oh. Dino, komm näher. Da ist ein... Verdammt. Da war so ein Bernstein-Ding gewesen. Gehört die Einlage auch zur Tour? Ich kann ihn immer noch lenken.
Wie cool. Ey, so lange ist der aber im Film nicht hinterhergelaufen. Au. Erinnern Sie mich dran, John für das Wochenende zu bringen. Den Befehl, den Nedry benutzt hat, werden wir nie finden. Er hat seine Spuren zu gut verwischt. Du hast das Zauberwort nicht genannt. Bitte! Die Abschaltung des Systems ist die einzige Möglichkeit, um alles zu löschen, was er getan hat. Würden Sie bitte das System abschalten? Oh. Es hat geklappt. Da, sehen Sie? Es läuft wieder an. Die Leistungsschalter wurden aktiviert. In 3 Minuten habe ich im gesamten Park wieder Strom. Um ganz sicher zu gehen, möchte ich, dass alle in den Schutzbunker gehen, bis Mr. Arnold zurück ist und das ganze System wieder läuft. Nedry anzustellen war ein Fehler. Ich müsste schon längst da sein. Ja. Oh, braver Dino. Was willst du? Willst du Fresschen haben? Stromabschaltung, Level abgeschlossen. Ja. Ich glaube nicht, dass das so am Ende war. Da haben sie auch ein bisschen was zusammengestaucht und ein bisschen was weggelassen. Weil so entkommen konnte er am Ende, glaube ich, nicht mehr wirklich. Wahrer Überlebender. Natürlich. Minikit. Oh. Waren es nicht so viele. Schön. Lex Murphy haben wir noch, wir haben ein paar freigeschaltet. Nice. So, an Fahrzeugen. Oh, Jurassic Tour Fahrzeug. Geil. Das Ding ist super. Ja, da haben wir leider nicht freigeschaltet. Ich glaube, da war während der Verfolgungsjagd jetzt gerade mit dem T-Rex, war da so ein Bernstein links irgendwo. Also hätte ich da, glaube ich, irgendwo links hätte abbiegen müssen. Das weiß ich natürlich vorher auch, dass da irgendwo was kommt. Weil ich die Kamera hier auch so gut drehen konnte. Naja, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht und was uns sonst noch alles im Jurassic Park erwartet, das sehen wir alles in der nächsten Folge von Lego Jurassic World. Bis zum nächsten Mal.